Thorsten hier. Heute bin ich ziemlich früh los, weil ich Silberreiher fotografieren will. Also hier vorne auf der Wiese zum Sonnenaufgang kommen die Silberreiher und man muss da echt schon ja ziemlich lange vor dem Sonnenaufgang hier sein. Ich habe mir hier so ein kleines Versteck gebaut. Das ist einmal windgeschützt und einmal tatsächlich regengeschützt und dient auch gleichzeitig als Tarnung. Man hätte natürlich da auch ein entsprechendes Tarnzelt aufbauen können, aber ich habe mich jetzt hier dafür entschieden. Und jetzt warte ich hier, bis die Silberreiher kommen. Also es könnte jetzt tatsächlich noch eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis sie dann hier tatsächlich kommen und sich hier absetzen. Aber da kehrt auf jeden Fall schon mal Ruhe ein. Und die fühlen sich nicht gestört. Und in der Regel ist das so, dass ja ca. 10 Minuten bis 15 Minuten vor Sonnenaufgang kommen die Vögel alle hier so auf die Wiese reingeflogen. Die kommen dann meistens hier so auf der rechten Seite und laufen hier nach links rüber. Deswegen habe ich mich jetzt hier positioniert. Und die laufen sozusagen diese Wiese ab und sammeln dort ihr Futter ein. Ne, gerade jetzt. Wenn es geregnet hat oder wenn der Boden ja feucht ist, da findet man sicherlich auch ziemlich viele Regenwürmer oder andere Krabbeltiere, die gern essen. Ja, das ganze Schauspiel dauert ungefähr 45 Minuten, eine Stunde. Ja, dann haben die hier sozusagen die ganze Wiese abgelaufen, haben sich voll gegessen und fliegen dann entweder weg oder setzen sich da ziemlich weit hinten rechts. Da sind noch solche Bäume, setzen die sich oben in die Bäume. Ja, im Verdauen oder was auch immer die dann dort machen. Ja, und ich will die jetzt hier tatsächlich auf der Wiese fotografieren beim Fressen und auch filmen. Und ich bin echt mal gespannt, ob die dann tatsächlich noch kommen und dass ich dann natürlich auch noch schöne Bilder bekomme. Ja, am besten ist es natürlich, wenn man diese Vögel auch am Wasser fotografieren kann. Hier grenzt ja das Vogelschutzgebiet an, in dem die sich gern aufhalten, aber wir können da jetzt natürlich nicht ins Vogelschutzgebiet rein, um uns dort die Stellen rauszusuchen, die zum Fotografieren am besten sind, um die Vögel gut im Wasser abzulichten. Das funktioniert hier leider nicht. Deswegen habe ich mich hier tatsächlich auf diese Wiese begeben, an der die früh ihr Futter einsammeln. Die Silberreiher sind noch nicht gekommen, aber hier machen ganz schön viele Mäusebusser da ziemlich Krach und da hinten sitzt auch einer in der Wiese, der hat da gerade ein bisschen was gefressen und der beobachtet jetzt oder guckt da immer dahin, wo die Laute herkommen. Und wenn die Silberreiher nicht kommen, dann haben wir wenigstens den Mäusebusser schön fotografiert. Ja, zum Fotografieren ist es noch ganz schön dunkel, aber zum Film reicht es schon mal aus. Also wenn ich jetzt hier fotografieren wollte, da bin ich tatsächlich bei einer ISO 12.800 und einer 40. Sekunde Verschlusszeit und es ist immer noch zu dunkel. Also müssten wir tatsächlich noch ein bisschen warten. Ich gucke noch mal. Blende 4.
eine 25. Sekunde Verschlusszeit. Ja, da sind wir bei ISO 6400. Gucken wir mal. Ja, das ist, gefällt mir von der Schärfe noch nicht so. Das ist auch ziemlich weit weg. Ja, ich will jetzt nicht den Telekonverter reinmachen. Ja, die Schärfe. Also es ist schon scharf, aber gefällt mir halt noch nicht so. Also warten wir noch ein bisschen. So. Der kommt bestimmt auch noch ein Stückchen hier vor. Das sieht zumindest so aus. Aber rein von der Schärfe gefällt mir das noch nicht so. Also das Licht noch nicht gut genug. Das ist noch zu dunkel da draußen. Und da läuft er schön hin und her. Ja, da oben fliegen Enten. Ja, aber es wird schon langsam hell. Na, jetzt haben wir, ja, gut, in einer halben Stunde geht die Sonne auf, oder in der halben Stunde ist Sonnenaufgang. Ja, das ist alles noch ein bisschen trübe heute, ein bisschen düster. So, mal. Die anderen Mäusebussarde, die sind jetzt wieder ruhig geworden. Aber der hier vorne, der sitzt da schön oder läuft da schön durchs Feld. Und guckt, was er da finden kann. Der Mäusebussard ist jetzt weggeflogen. Der ist jetzt hier links weggeflogen. Da hinten in die Bäume rein oder hinter den Bäumen verschwunden. Ich konnte aber trotzdem, ja, zumindest nach erster Beurteilung schon ein paar gute Bilder bekommen. Ich habe jetzt hier tatsächlich fotografiert mit Blende 4 und eine 80stel Verschlusszeit. Und bin da gelandet bei ISO 4000. Also alles im grünen Bereich. Und die Silberreiher sind jetzt noch nicht gekommen. Obwohl es eigentlich schon, ja, quasi Sonnenaufgang ist. Also eigentlich noch nur wenige Minuten. Mal schauen, was sich ja sonst noch so abspielt. Ja, wenn die Silberreiher nicht kommen, gar nicht so schlimm. Hier gibt es auch andere Tiere, die hier vorbeikommen, wie gerade bemerkt. Die Silberreiher, die sind jetzt nicht nochmal gekommen, aber der Mäusebussard, das war schon ziemlich schön anzusehen und ziemlich interessant, den zu beobachten, während er hier, ja, sein Futter gesucht hat. Ja, und bevor ich jetzt gehe, will ich euch natürlich noch zeigen, wie ich hier meine Stellung, meine Tarnung aufgebaut habe. Also kommt einfach mal mit raus. Also ich habe hier kein Zelt. Das ist kein Zelt, sondern das ist, ja, so ein Karpfenzelt nennt sich das, glaube ich. Also das ist am Ende nur so ein Regenschirm, ein ziemlich großer, den man so, ja, schräg hinstellen kann. Und da habe ich jetzt hier vorne so einen Tarnschal oder so ein Tarnmaterial drüber gemacht. Die Materialien, die verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Und wenn die euch gefallen, dann könnt ihr die gerne auch auf Amazon erwerben. Also ich habe das auch alles auf Amazon erworben. Ne, den habe ich jetzt hier nur so drüber gemacht und den kann man hier super abmachen. Und ihr seht hier, ja, das ist so eine Art Regenschirm. Ich mache das mal hier an der Seite locker, dass ich euch das besser zeigen kann. Machen wir das mal hier locker. Also, ja, ihr bekommt da halt ein paar Heringe mit dazu, um das entsprechend dann im Boden fest zu verankern. Und wie ihr seht hier, das ist einfach nur, ja, ein etwas größerer Regenschirm, der hier an der Seite noch solche Tarnungen hat. Ne, man kann den dann auch hier entsprechend, habt ihr solche Ösen hier, und mit den Ösen könnt ihr das dann auch am Boden schön festmachen. Den stellt man einfach so schräg hin und kann sich dann hier schön drin, ja, aufhalten. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, das von vorne noch ein bisschen abgetarnt. Ihr habt hier
ja, so eine tolle, ja, Tasche dazu. Und da habt ihr natürlich auch noch eine Verlängerung drin. Also das heißt, ihr könnt den Regenschirm auch, ja, viel höher stellen oder den Schirm für viel höher stellen, wenn das notwendig ist, ne? Ansonsten, das Ding ist ratzfatz zusammengeklappt, genauso wie ein Regenschirm, auf, zu. Und ich finde das total praktisch, weil das ist ziemlich leicht und schnell aufgestellt. Ich finde es sogar besser als ein Tarnzelt. Der Nachteil ist, ihr seht schon an dieser Verpackung, das ist ein, ja, ziemlich langes Verpackungsmaß. Lässt sich jetzt nicht so toll transportieren oder tragen, aber es ist absolut gar nicht schwer. Das ist halt der Vorteil. Ja, und das nutze ich ganz gern, gerade wenn vielleicht ein bisschen Regen angesagt ist oder Wind, ne, das schützt ja nicht nur vor Regen, schützt auch vor Wind, kann man sich schön reinsetzen und dann super, ja, gut ausharren, wenn man da irgendwo warten muss. Ich habe euch auch schon verschiedenste Zelte gezeigt. Ich verlinke euch nochmal da das Zelt, in dem man sich reinlegen kann. Das finde ich auch ganz toll, aber jetzt hier in dem Fall war das die Wahl für mich, hier entsprechend ja, das aufzubauen und mich mit diesem Tarnmaterial dort sozusagen abzutarnen. Okay, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, ihr konntet wieder was mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann bleibt mir nur noch, euch zu wünschen, dass ihr immer die besten Plätze findet, an denen ihr, ja, dann hoffentlich auch Silberreiher seht und fotografieren könnt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.